Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming Alice in the Meets Reality auf der Grünfelder Land beim Ansehen. Mohn sehen wir an. Das Feld hier muss fertig werden vorm Schlafen. Und dann passt die Sache. Wird so ein bisschen doof. Morgen Kredit überweisen. Rückzahlung. Ich denke, ich werde tatsächlich 25.000 werde ich zurückzahlen. Dann habe ich noch 22.000 als Puffer. Circa. Müsste ausreichend sein. Und ich habe ja auch noch Raps und Soja im Silo. Also da habe ich eigentlich auch noch mal was, wo ich Geld verdienen könnte. Aber da will ich natürlich auf einen guten Preis warten. Ja. Hast du das mitgekriegt mit dem Unfall? Ja, warum? Ja, ich wollte dich nur fragen. Also, aber hast auch nicht den Unfallhergang oder so gesehen? Nö, der hat mir nur irgendwann mit der Taschenlampe gefunzelt. Ach so. Ja. Hat gemeint, dass sei ein Hirsch auf der Straße gestanden oder ein Reh, was von meinem Feld gekommen sei. Haben sie es. Ja. Er kann natürlich sein, ich bin gerade am Ansehen, also ist ja klar, dass sie dann hier rumstreifen und für sich ein bisschen was rauspicken. Mhm. Kann durchaus sein. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend beim Ansehen. Jo, danke. Tschüss. Und gucken Sie, dass Sie nicht so spät ins Bett gehen. Ja, ich bin gleich. Fällt aufstellen immer so schwer. Aufstellen? Aufstehen. Okay. Jo, ja, tschüss. Bin jetzt fertig, dann können wir gleich. Finito. Ja, komm. Jetzt kann man überlegen, wo hier die Feldausfahrt ist. Da sieht gut aus. Also ich glaube, ich werde aber morgen früh dann erstmal das Feld von gerade eben düngen. Und dann erst das Feld hier. Also. So. An der Hose. Habe ich noch Dünger, ey, wenn ich jetzt keinen Dünger mehr habe. Wäre auch doof.
liebe Leute. Dann ist Zeit zum Schlafen. Hoffentlich. Gleich. Dann kann ich mal hier gerade reingucken. Holzkohle, achso. Schnitzel ist leer, okay. So, guten Morgen, vielen Dank, dass ihr noch da seid. So, ich wollte gerade die Produktion mal gucken. Holzkohle fehlt, Hackschnitzel haben wir aber schon wieder. 5 Paletten, 7 stehen da, heißt 12 Paletten schon wieder. Karton. Hä? Wo hat denn der bitte Wasser eingefüllt? Also beim Papier, ja. Aber bei Karton definitiv nicht. Leon Müller hier, wie kann ich helfen? Oh, wer ist da? Leon Müller vom LU. Ah, ist der Chef auch da? Nee, gerade nicht. Soll ich ihm sagen, dass er sich bei Ihnen melden soll? Jo, aber flott. Ich sag's Ihnen. Jo, tschüss. Wenn er dann wieder da ist, dann meldet er sich direkt. Alter, was ist denn das? Da hat schon wieder irgendeine Pfeife, irgendein Bullshit gebaut. Also bei Karton ist definitiv kein Wasser eingefüllt worden. Weil da wäre definitiv noch was drin. Also. Es war bestimmt wieder der Cortes. Das kann nur der Cortes gewesen sein. Ah. Ei, ei, ei. Ah. Und dann wollen sie mir auch noch 40.000 Liter Wasser abknöpfen, weißt du? Das kann ja nicht sein. Ja, guck mal. 4.500 Liter pro Stunde. Nicht sein. Das geht nicht. Da haben die wieder irgendwas verpeilt. Ja, vor allem wäre ja dann, es wird ja weniger Wasser verbraucht als Kohle, als Paletten oder Dingens. Hackschnitzel. Ach, Mensch, ey. Einmal mit Profis. Aber nicht mehr dieses Jahr.
Bin gespannt, wenn die Pfeife hier anruft. Dann kriegt er erstmal wieder einen Einlauf, ey. Frage Varuna, hallo? Alexander Norman. Jo, was hast du für Pfeifen beschäftigt, Jung? Wieso? Ja, vorhin hieß es hier, 40.000 Liter sind ihm angekommen. Kann gar nicht sein. Ne, 22.000. Das sollte dir eigentlich auch der Nikolas sagen. Also, da warum, nicht... Warum denn nur 22.000? Ich hab doch gesagt, beides voll machen. Ja, beides war voll. Das andere war schon voll. Nein, Karton ist leer. Da gehen 32.000 Liter rein. Also das haut ja gar nicht, das kann ja gar nicht hinhauen. Selbst mit 22.000 Liter. Oh, Blitzer. Mit 22.000 Litern haut es nicht hin. Das war beides leer. Deshalb habe ich ja angerufen und gefragt, ob jemand Wasser fahren kann. Also Papier war leer. Papier, ja. Und Karton auch. Nee, das war nicht der Fall. Ich konnte bei Papier nur 2.000 Liter reinfüllen. Habe ich selber nochmal geprüft. Ja, aber Karton ist leer. Da wurde nichts eingefüllt. Die Nacht übersprungen, weil nein, wir die Nacht geschlafen haben. Das kann nicht sein. Dann wäre ja auch Hackschnitzel leer. Hackschnitzel ist alles noch drin. Also okay. Bei Karton ist meiner Meinung nach gar nichts angeliefert worden. Weil ich bin... Ah, shit, jetzt habe ich keine Pflegebereifung drauf. Ich glaube... Jo, klär das mal auf die, ab. Ich glaube, der hat das auf die falsche Seite gemacht. Das könnte natürlich sein. Glaube ich auch. So, warte mal, aber ich überweise dir jetzt... wo bist du denn? Okay. Ich überweise dir gerade mal noch... ich überweise dir mal 20.000... 25.000 fürs Ding. Für die Steuern. Für die Ding. Achso, hier, doch da. 25.000 wegen Kredit. Wie bitte? Ich überweise dir 25.000 wegen Kreditrückzahlung. Jo, das passt. Das schreibe ich mir direkt auf. Jo, ist raus. Ich schreibe es mir auch auf. Ja. 2,5. Minus. Gut. Okay. Nehmen Sie auch gleich einen Auftrag entgegen? Ja, was für ein bisschen auch. Zeit. Dings hier, Pflanzenschutz. Auf der 81. Ja, schreibe ich mir auf. Jo. Gut. Dann war's das. Dankeschön. Gut, dann. Bis dann. Ciao. Das war voll. Ey, bin ich blind oder was? Das war leer. Karton war leer und Papier war auch leer. Vor allem geht ja... In Kartonwerk gehen 32.000 Liter rein. Also das hätte man ja merken müssen. Das geht, glaube ich, oder? Mache ich nichts kaputt. Nee. Passt. Also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Auf jeden Fall
kann das so, wie sie sagen, halt nicht hinhauen, das LU. Weil sonst hätte ich da ja natürlich auch. Das kann nicht sein. Kann einfach nicht sein. Wir haben Anfang der Woche extra geguckt, wo was rein muss. Naja, was soll's. So, ich würde jetzt eigentlich theoretisch gern noch fertig düngen, aber wir sind schon wieder durch für diese Woche mit der Aufnahmezeit. Daher bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. War ich hier jetzt schon? Und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge morgen wiedersehen. Hören. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Volker Varuna, hallo. Hey Volker, Diesel hier. Ja. Ich habe gehört, es sind Gemeindevorstandswahlen. Ja, aber erst nächste Woche. Ja, dafür wollte ich mich dann aufstellen lassen. Ja, erst Montag, morgen. Okay. Hört, weil ich bin fertig. Ja. Hört. Gut, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. So, jetzt aber tatsächlich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Bis morgen. Tschüss.